Schönen guten Morgen, wir haben jetzt kurz vor 9:30 und der Servicetechniker ist unterwegs am Montagmorgen. Und zwar fahre ich jetzt erstmal zu dem Park-and-Ride-Parkplatz an der A81. Da treffe ich mich nämlich mit meinem Kurierfahrer, dem Micha, der kam wieder oder kommt aus Freiburg und bringt mir eine Baugruppe, die ich jetzt für meine erste Störung in Überlingen am Bodensee brauche. Und danach habe ich noch zwei Inbetriebnahmen. Im Raum Tuttlingen, das heißt, da muss ich wieder alles hochfahren. Und ja, da muss ich mal gucken, was noch kommt. Ich lasse mich überraschen und kann noch ein bisschen Arbeit benötigen heute. Ne? Jo, jetzt komme ich hier gerade an den Geisingen, an dem Park-and-Ride-Parkplatz. Und muss mal gucken, ob der Micha schon da ist. Ne, sieht noch nicht so aus, aber der müsste jetzt jeden Moment eintreffen. Ja, wie man sieht, wir haben wieder schönes Wetter hier im Südwesten. Allerdings bei knackigen, wie viel haben wir? 1,5 Grad, also ganz schön frisch, aber ansonsten scheint die Sonne und alles schön. Ja, da kommt er heute und gerade mal mit dem Bus, ne? Was ist denn da los? So, meine Baugruppe habe ich an Bord und jetzt geht's, wie gesagt, nach Überlingen am Bodensee. Ja, brauche jetzt eine Dreiviertelstunde und dann melde ich mich wieder. Ja, ich bin jetzt kurz vor Engen und wie man sieht, hier gibt es schon so leichte Nebelschlieren, ne? Typisches Phänomen, so kurz vor dem Bodensee. Mal gucken, wie sich es weiterhin entwickelt. So, mittlerweile bin ich in Überlingen eingetroffen. Ja, es ist tatsächlich so neblig. Im Moment keine Sonne mehr. Na, schade. Aber was soll's. Ich bin jetzt gleich im ÜVT. Und zwar meldet da ein Kunde mit einem ISDN-Mehrgeräteanschluss Performance-Probleme bei seinem ADSL-Anschluss, bei seinem 16.000er. Also sprich, wahrscheinlich zu geringe Bandbreite, Abbrüche etc. pp. Und ja, das muss ich jetzt mal überprüfen. Und wie gesagt, gegebenenfalls tausche ich dann die Baugruppe, die hinten drin liegt. So, da bin ich am HVT hier in Überlingen und jetzt geht's rein. Jo, mittlerweile bin ich im ÜVT, ne, und den kennt man auch schon, wer regelmäßig meine Story schaut. Und jetzt habe ich mal drauf geklemmt auf den Kundenport, Telekom-seitig. Das heißt, dieser Port geht jetzt direkt rüber zur Telekom und geht dann auf die Leitung zum Kunden. Und jetzt habe ich ja schon mal einen Prüfhörer dran und schaue mir mal alle Daten an. Und dann muss man entscheiden, ob man die Karte tauscht oder nicht. So, jetzt war ich hier ein paar Minuten drauf. Der Messplatz hat jetzt auch gemessen. Ja, und tatsächlich hier kein Fehler. Die Werte sind tipptopp. Hier ist auch nichts Auffälliges. Und ja, jetzt muss man sehen. Ja, beim besten Willen kein Fehler feststellbar. Alle Werte waren tipptopp. Der Messplatz konnte jetzt auch nichts Auffälliges messen. Ja, das kann jetzt zwei Ursachen haben. Zum einen kann es sein, dass der First Level, der praktisch vor mir draußen war und beim Kunden wohl auch gemessen hat, dass der wohl beim ÜVT nicht gemessen hat oder dass es ein sporadischer Fehler ist. Ja, aber jetzt muss der Netzbetreiber mal überlegen, was wir da jetzt tun. Die Karte muss die jetzt nicht tauschen. Das heißt, der Micha ist umsonst nach oben gefahren, aber freut mich ja immer, wenn ich den mal wieder sehe. Und ja, kann man halt mal nichts machen. Jetzt muss der Netzbetreiber entscheiden. Ich bringe den Schlüssel weg und dann geht es wieder Richtung Tuttlingen. Ja, wie man sieht, hat sich jetzt auch der Nebel verzogen, so um den Bodensee herum. Also schönes Wetter, super. Ja, und ich brauche jetzt so circa eine halbe Stunde zu meinem nächsten Kunden. Bei dem war ich nämlich auch schon mal. Da können sich vielleicht die ein oder anderen dran erinnern. Im Raum Tuttlingen, eine Gaststätte. Da war ich dann im Keller und habe so den riesen Weinvorrat gezeigt. Und damals konnte man den Anschluss beim Kunden leider nicht in Betrieb nehmen, via Glasfaser, weil da irgendwie die Faser nicht durchging zur Vermittlungsstelle. Ne? Da habe ich damals die Störung gemeldet und jetzt müsste das eigentlich erledigt sein. Das heißt, der Kunde müsste dann heute seine 100.000er Leitung bekommen. Und wie gesagt, alles via Glasfaser. Ne?
So, jetzt bin ich noch ca. 5 Kilometer vom Kunden weg. Und ja, die Vorgehensweise bei einem Glasfaseranschluss ist eigentlich immer gleich. Ich werde da jetzt beim Kunden auf sein Glasfaser-APL meinen Laser drauf schalten und dann die Leitung durchleuchten. Und ja, hoffe, dass sie diesmal ankommt. Aber wir werden sehen. Ne? Ich brauche, wie gesagt, ein paar Minuten. Ja, Pustekuchen war es. Das war nicht diese Gaststätte. Jetzt habe ich irgendwie was mit dem Namen verwechselt. Sondern das ist ein anderer Kunde und den suche ich gerade. Und das ist hier gar nicht so einfach, weil hier heißt die ganze Straße wie der Ort, ja, und wird dann nur eben unterteilt in Hausnummern. Und ja, ich bin am Suchen. Super, die Adresse habe ich jetzt gefunden und jetzt denke ich gerade, ja, Laser, da war doch was. Ja, genau, und zwar vor ein paar Wochen habe ich doch meinen Laser beim Kunden vergessen. Und dann hat den eine andere Servicefirma eingepackt und mir hinterlassen an der Vermittlungsstelle in Immendingen, wo ich heute Morgen war. Ja, ich habe das natürlich komplett vergessen. Ja, das heißt, ich fahre jetzt erst wieder nach Immendingen, fahre in die Vermittlungsstelle, hole meinen Laser und dann fahre ich wieder zum Kunden. Ne? Naja, Dummheit muss bestraft werden. Ne? Ja, jetzt bin ich gerade in Immendingen angekommen und vorne links hier mit dem blauen Kranz da, dieses Gebäude, dieses kleine. Wo aussieht wie eine Fertiggarage, ist also eine Vermittlungsstelle, genau das hier, und da muss ich jetzt mal reingucken, ob mein Laser da ist. Also, ich habe ihn wieder, meinen Laser, Gott sei Dank, jetzt kann ich aber die Glasfaseranschlüsse schalten. Ja, die haben Gott sei Dank Wort gehalten, ne? Ohne dem Ding geht jetzt halt gar nichts in dem Bereich und jetzt geht's wieder nach Tuttlingen zu meinem Kunden, ne? Naja, hab's ja nicht eilig heute. Ja, und mittlerweile ist mein Laser auf der Faser des Kunden und blinkt jetzt vor sich hin. Ja, ich sage jetzt mal, die Profi-Zuschauer meiner Stories, die haben das ja schon mal erlebt. Und ich fahre jetzt praktisch an die Gegenstelle dieser Leitung, an die Vermittlungsstelle und werde die dann mit dem entsprechenden Port des Kunden verbinden und dann müsste das funktionieren. Na, wir werden es gleich sehen, ob die Leitung ankommt diesmal. So, jetzt komme ich da gerade an und jetzt müsste hier gleich die Vermittlungsstelle auftauchen. Auf der linken Seite, wie gesagt, sieht auch wieder aus wie so eine Fertiggarage. Na, da ist sie und da muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich hier parke. Ne? So, jetzt bin ich drin in der Vermittlungsstelle. Rechts ist der sogenannte D-Slam. Da muss ich dann nachher den Kunden drauf patchen. Hier irgendwo, ne, muss man schauen. Und auf der anderen Seite, hier müsste mein Kunde ankommen. Und ja, ich dunkle jetzt mal ein bisschen ab, damit ich das Licht von meinem Laser besser sehe. Ne? Entweder hier oder hier. Ne? Schauen wir mal. Ja, und hier drin ist jetzt stockdunkel. Ich habe jetzt extra abgedunkelt, ja, damit ich meinen Laser besser sehe. Ja? Und wie man sieht, hier blinkt schön und die Leitung kommt also an. Also perfekt. Das müsste erledigt sein. Mittlerweile habe ich den Kundenport. Das ist hier der Dreier in dem Fall. Mit der Leitung des Kunden gepatcht hier drauf. Und jetzt müsste eigentlich die Leitung zum Kunden durchgehen. Und ja, da fahre ich jetzt wieder hin. So, Auftrag ist erledigt. Von meiner Seite. Ja, was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, die Download- und Upload-Geschwindigkeit war noch weit weg vom Soll, aber gut, es kann immer ein paar Stunden dauern, bis sich, sag ich mal, die Fritzbox komplett mit dem Port arrangiert hat. Und ja, da muss jetzt der Kunde beobachten. Aber der Kunde hatte vorher, jetzt haltet euch fest, 368 Kilobit Bandbreite, ne? Also, und hat jetzt 100.000, also schon ein leichter Unterschied. Und ja, die sind natürlich happy, aber wie gesagt, die Sollwerte sind noch nicht da, wo sie sind, aber ja, wird schon werden. So, jetzt geht's zum nächsten Kunden, auch 15, 20 Kilometer von hier, genau das gleiche in grün. Ein Firmenkunde bekommt auch einen Glasfaseranschluss und da bin ich jetzt unterwegs. Jo, jetzt bin ich gleich am Ziel bei meinem Kunden, der bekommt heute auch einen 50.000er Anschluss geschalten. Und zwar auch via Glasfaser, das heißt, der Ablauf ist genau gleich. Ich fahre da jetzt hin, hänge meinen Laser auf den APL, auf eine Faser des Kunden und fahre dann wieder zur Vermittlungsstelle. Wobei die hier in diesem Ort kenne ich noch nicht. Ja, da muss ich nachher erstmal ein bisschen suchen wahrscheinlich.
So, jetzt kann ich greifen Kunde raus. Der Laser hängt jetzt auf, der Faser drauf und jetzt fahre ich zum Technikstandort. Der ist nur ein paar hundert Meter weiter weg. Und es sieht so aus, als wäre das der erste Kunde hier an diesem Technikstandort. Also Premiere, das müsste ein ganz niegelnagelneuer MFG sein, beziehungsweise Outdoor D-Slam oder ich weiß nicht was. Ich werde es gleich sehen, weil ich war auch noch nicht hier. So, schon entdecktes Teil. Auch wieder so eine fertiggaragenähnliche Einrichtung hier. Und hier kann man wenigstens super parken. Und jetzt gehe ich rein und suche nach der Leitung. Ja, und es ist tatsächlich so, der ist total jungfräulich hier, der Knotenpunkt. Und da hinten sieht man schon leuchten, das ist mein Laser auf der Leitung des Kunden. Und hier ist der D-Slam, das ist eigentlich immer relativ gleich aufgebaut. Mal aufmachen hier. Ja, und wie man sieht, alles niegelnagelneu, noch nicht ein Kunde drauf. Und ich werde jetzt also den ersten Kunden hier aufschalten, Premiere. Ja, ich habe die Knotenstelle heute sozusagen entjungfert, also es ist wirklich der allererste. Ja. Ansonsten ist hier wirklich alles leer, ne, wie man sieht, komplett noch keiner drauf. So, und der ist jetzt gepatcht auf Kundenseite sozusagen. Und man sieht es jetzt auch hier blinken, ja, das ist nicht der Port für den D-Slam. Und den mache ich jetzt hier auf die 1. So, ein bisschen gefummelt hier mit einer Hand. So, den mache ich jetzt da drauf auf die 1. Ne? Und das ist schön bei Laser, bei LWL sieht man also immer gleich, ob eine Leitung ankommt oder nicht. Das blinkt da so schön. Und jetzt ist er drauf und jetzt müsste das Teil eigentlich soweit funktionieren. Und jetzt bin ich gleich wieder beim Kunden und ja, mache dort nur den Abschluss, schaue, ob ich einen Link habe und dann ist es hier auch erledigt. Ja, das hat jetzt auch problemlos geklappt. Ja, also wie gesagt, Leitung durchgeschalten, habt ihr gesehen. War der erste Kunde auf dem Technikstandort. Leitung durchgeleuchtet, kam an. Hatte auch einen Link, also alles wunderbar. Ja, da ich jetzt nichts Aktuelles habe, Großartiges, ja, fahre ich jetzt da Tuttlinge und mache da vielleicht noch ein, zwei Schlösser, muss man gucken, wie viel ich noch habe. Ne? Ansonsten sehr, sehr ruhig.